Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute machen wir weiter auf unserem Road to Glory Account, nämlich mit der nächsten SBC, denn ja, ich habe alle meine Fitnesskarten verkauft und konnte mir damit eigentlich schon fast diese Hybrid-Nation leisten. Diese ist sogar noch günstiger als die vorige, die ich gemacht habe, Hybrid-Liga. Oder Ligen hieß das. Und hier habe ich 10 bis 15k insgesamt bezahlt und krieg dieselben Packs wie ja bei der anderen SBC. Und zwar Packs im Wert, glaube ich, von 170 bis 200k. Ich bin mir nicht sicher. Manche, ja, habe ich keine Ahnung, wie viel die wert sind. Aber es sind krasse Packs und ich habe echt 10 bis 15k nur bezahlt. Ich zeige euch, wie ich es gemacht habe. Wir fangen erstmal an mit Vierbeiner. Wir haben hier die Voraussetzung, 4 Nationalitäten, oder genau 4 Nationalitäten. Spieler mit derselben Nationalität, maximal 3, Teamgesamtwertung 75, selten mindestens 4, 80 Chemie. Wie es gemacht? Ich habe mir eine Bundesliga-Mannschaft rausgesucht mit verschiedenen Nationalitäten, wie ihr seht. Also Deutschland, Frankreich, Serbien und Italien. Ich kann mal durchgehen lassen. Ihr seht, die meisten Spieler, die ich hier geholt habe, sind für Discard. Also, ich denke, die sind jetzt immer noch. Wenn ihr es schnell macht, bevor den 26. kann, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie alle immer noch Discard sind. Ihr seht, es ist keiner, der richtig teuer hier ist. Die sind 350, 400 oder 700, wenn die selten sind. Und dafür kriegen wir ein Premium-Gold-Spieler-Set, was schon mal nicht schlecht ist. Das sind schon mal 25k, die wir jetzt aus, wie viel haben wir hier bezahlt? 2k? Ist schon mal nicht schlecht. 6er ist die nächste SBC, die wir machen. Und da haben wir die Voraussetzungen: Nationalitäten genau 6, Spieler mit derselben Nationalität maximal 2, Teamgesamtwertung mindestens 70, Teamchemie 85. Und hier habe ich mich für eine, ja, für die polnische Liga entschieden. Wie ihr seht, passt das ganz genau. Ihr müsst aber da ein bisschen auf die Ratings von den Spielern achten. Also ihr braucht schon hier zum Beispiel noch den Goldspieler, braucht ihr auf jeden Fall diese 2,71er und den 1,72er braucht ihr auf jeden Fall, um auf die Gesamtwertung von 70 zu kommen, Freunde. Nicht so viel geiern, aber insgesamt ist es immer noch günstig, wie ihr seht. Guck mal, 150, 150, 350, 200, 150, 150, 150, 100, 300, Erstbesitzer und dann 300. Also das war vielleicht nicht mal 3k oder wahrscheinlich sogar nur 2k und kriegt dafür auch nur ein Premium Goldset, aber das dient ja einem größeren Zweck, wenn wir alles abgeschlossen haben. Achtungserfolg ist die nächste SBC. Da ist die Voraussetzung Nationalität genau 8. Spieler mit derselben Nationalität maximal 2. Spielerqualität genau Gold. Selten mindestens 5. Und Teamchemie mindestens 88. Grüße an Monte gehen raus. Und hier habe ich mich auch wieder für die Bundesliga entschieden. Und ja, wie ihr seht, gibt es da in der Bundesliga viele ausländische Spieler, die wir hier reinpacken können. Hier können wir gehen mal durchgehen. Erstbesitzer. Okay, viele habe ich auch gezogen, deswegen habe ich die Bundesliga nochmal benutzt. 500 habe ich hier bezahlt, 350, 650, 700, 650, Erstbesitzer, 700, 400. Wie ich gesagt habe, ich speichere alle meine Spieler, wenn sie nicht für viel Geld weggehen. Weil genauso gut kann ich die jetzt für die SBC benutzen. Hab sogar Loyalität dazu. Das kommt nämlich jetzt im letzten SBC, glaube ich, uns ein bisschen gute. Weil ihr könnt diese SBC, glaube ich, auch wieder nur nachbauen, wenn ihr einen portugiesischen Torwart oder Innenverteidiger aus der Liga NOS gepackt habt. Ich glaube, wenn ihr das hier nachbaut, bin ich mir nicht komplett sicher. Kommt entweder auf 99 Chemie oder ihr könntet trotzdem auf 100 Chemie machen, kommen, wenn ihr die LV zu LAF umwandelt und die RV zu RAF. Aber ich bin mir da nicht so 100% sicher, Freunde. Wir gehen erstmal in die Voraussetzung. Wir brauchen Nationalitäten genau 10. Teamgesamtwertung mindestens 80. Selten mindestens 4, 7. Genau 100 Chemie. Gehen wir ganz durch, welche ich benutzt habe. Viele habe ich hier gepackt, Freunde. Die kriegt man sehr oft in den Packs. 350, 650, wieder Discard, 350, Erstbesitzer, 750, Erstbesitzer, 800, 600. Also wie gesagt, ihr könnt dieses Team nachbauen, wenn ihr einen der Spieler hier gepackt habt oder einen portugiesischen Innenverteidiger oder portugiesischen Torhüter aus der Liga NOS. Das sollte, glaube ich, möglich sein, wenn ihr nicht alles direkt verkauft oder Discard habt. Deswegen sage ich euch immer, speichert die Spieler im Verein und kriegen dafür wieder ein Megaset. Also wir haben wieder sehr, sehr krasse Packs am Start und ja, dafür, dass wir alles abgeschlossen haben, die Hybrid-Nation, kriegen wir ein seltenes Megaset. Ihr wisst, 30 Objekte, 26 Gold, alles selten. Das wird wieder jetzt wird wieder ein geiles Pack-Opening. Ich hoffe, dass diesmal, ja, wieder ein Leinwandspieler dabei ist, vielleicht sogar ein Walkout. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Premium-Goldset an, das ist am schlechtesten. Ich stell mal vor, jetzt hier wäre ein Walkout drin, das wäre geil.
Na, wenigstens selten, wenigstens selten. Wer ist das? Oh, ja, Nacho. Da habe ich auch überlegt, ihn zu benutzen. Vielleicht benutze ich ihn mal statt Chicharito. Ich glaube, der ist auch nicht so teuer jetzt momentan. Ich bin mir sicher. Oh, immerhin 1,5, 1,6 vielleicht. Team Fitness wieder, Freunde. Ihr wisst, und Hawk. Also das sind... Guck mal, Hawk ist ungefähr fast die 1000 Coins. Hier haben wir wieder 1000 Coins. Allein, wie gesagt, 10k bis 15k könnt ihr diese SBCs machen. Und ja, habt dann so geile Packs hier. Und selbst wenn ihr wirklich jeder Spieler hier Discard wert ist, macht ihr trotzdem Plus. Also das ist schon... kann man gar nicht verlieren bei diesen SBCs. Und deswegen, ja. Road2Girlie-Account, unsere Spieler, unser Account wird immer wertvoller. Und kommen dann langsam auf den Weg. Und wir brauchen dann natürlich noch gute Spieler dafür, für die erste Weekend League. Wir ziehen Buster, ist jetzt nicht wirklich der allerbeste Spieler, den wir jetzt gezogen haben, leider. Sonst. Oh, Vidal aber. Der könnte ein bisschen was wert sein mit 91 Pace. Komm schon. Ah, der ist wahrscheinlich nur nicht mal 2k. Okay, das ist schon ein bisschen. Wenig. Fafan, Alter, die alte Legende hier am Start. Sonst, ja, viel Non-Rare am Start, aber die können wir, wie gesagt, im Verein speichern und dann wieder benutzen für die zukünftigen SBCs. Und dann würde ich sagen, machen wir als nächstes Megaset auf. Komm, und wenigstens einmal die Leinwände muss ich auch hier aus den Packs sehen jetzt. Komm, pack die Leinwände aus, EA, pack die aus. Komm, die kommen nicht. Die kommen einfach nicht, die Leinwände. Das ist unglaublich. Wer ist das? Oh nein, Costil. Warum packen die Leinwände nicht aus? Komm schon. Okay. Bravo, der könnte noch was wert sein, oder? Bravo, Premier League Tor. Oh yes, yes, Freunde. Oh yes. Der ist gute 3k wert, immerhin. Donnarumma, Jovinko haben wir hier auch. Donnarumma, gucke ich mal, ob der was wert ist. Oh, 4k, Freunde, guck mal. Allein dieses Pack hat auch wieder so viel wieder rausgehauen. Also wir kommen wieder dick ins Plus. Astori haben wir hier noch am Start. Türkische Spieler. Ja, sonst gucke ich mal, ob wir hier wieder zwei Team Fitness Heilungskarten. Also Freunde, ist nicht schlecht, Freunde. Ist nicht schlecht, Freunde. Muss man einfach sagen. Wir haben hier wieder gut Coins gemacht. Und dann würde ich sagen, wir machen als nächstes Prime Gold Spieler Pack auf. 12 Spieler, mindestens 10 Gold, 6 Seiten. Bitte, EA. Pack die Leinwände aus. Pack die Leinwände aus. Komm schon. Komm mal, Freunde. Glaubt dran. Ey, die kommen nicht, Freunde. Ey, das ist echt schlechtes Pack. Aber ihr seht selbst. Oh, Costa, yes! Der ist doch was wert, Freunde. 5-Star Skill, 92 Pace. Der ist, muss was wert sein. Der muss was wert sein. Der muss was wert sein. Komm, please. Oh yes, da rede ich, über sowas rede ich. 20k, Freunde, 20k mit einem Spieler gemacht, 20k. Und darüber, da sage ich, ich habe 10k für die ganzen SBCs bezahlt und mit einem Spieler wie einen Costa habe ich alles wieder gut gemacht, sogar dick im Plus. Der Rest hier, wie gesagt, alles Bonus für zukünftige SBCs, das ist einfach nice. Costa, wenigstens einen guten Spieler gezogen, Freunde, immerhin, immerhin, also... Aber wir haben noch ein Pack, Freunde. Kein Walkout, kein Leinwandspieler, aber 20k Player. Das ist schon mal nicht schlecht. Come on, Freunde. Come on, Freunde. Please. Yeah, please. Let's go! Die Leinwände sind da. Come on, Deutschland. Torwart Neuer. Oh, Testing. Immer. Okay, it's not bad. Testing is not bad. Es ist nicht Neuer. Es ist Testing. It is not bad. Und jetzt können noch Leute dahinter sein. Fast ein Walkout. Ein Rating hat gefehlt für meinen ersten Walkout in FIFA 18. Aber immerhin 85. 85 ist schon mal nicht schlecht. Ibora, okay, der Rest ist scheiße. Aber gucken wir mal, wie viel Testegen auch noch wert ist. Guck mal, Freunde. Nochmal 13.000 auf Nacken. 13.000. Guck mal, mit zwei Spielern haben wir schon über 30.000 gemacht. Plus die ganzen Spieler, wenn ich die verkaufen würde. Oder, jetzt seht ihr wieder. Oh, diesmal sind gar nicht so viele Team Fitness drin. Letztes Mal hatten wir 8 Stück, Alter. Jetzt haben wir nur 3. Schade, dafür haben wir ein Vertragsset, Duplikate und viele. Oh, Dortmund-Trikot. Vielleicht benutze ich das. Ich bin noch nicht sicher. Ich überlege mal. Allianz Arena. Ja, warum nicht? Ich nehme die Allianz Arena und viele, ja, unnötige Sachen sind hier auch drin, hier Wappen und so. Also die brauche ich zum Beispiel nicht, kann man discarden und wieder ein Vertragsset. Also nicht schlecht, Freunde, ist nicht schlecht. Wir haben jetzt einen Leinwandspieler bekommen in Ter Stegen, 85
Ich glaube, der höchstrateten Spieler, den ich jetzt gezogen habe. Wir haben Douglas Costa gezogen, der 20k wert ist. Ist nicht schlecht, Freunde. Wie gesagt, es lohnt sich wieder. Und wenn ihr das einigermaßen nachbaut, meine Teams 1-1, wenn ihr wollt, oder einfach, was ich euch empfehle, einfach das Konzept euch anzugucken. Wie habe ich gebaut? Okay, habt ihr verstanden? Ihr guckt in euren eigenen Verein nach, was habt ihr da so liegen und dann kauft ihr es. Aber ihr habt gesagt, die ersten drei Teams könnt ihr alle für Discards bekommen, also easy, und das letzte Team sollte eigentlich auch einigermaßen nachbaubar sein. Und ja, da habt ihr für 10k solche geile Packs. Und ja, das war's erstmal von mir, von heute. Die letzte SBC kommt ja noch mehr. Es gibt Top-Partien, haben die überraschenderweise heute rausgebracht. Ich mal schauen, ob die auch noch ein Video rausbringen, aber ich weiß noch nicht, weil die Packs sind nicht so krass. Falls ihr Bock habt, dass ich wieder Top-Partien-Predictions mache, schreibt das mir in den Kommentaren, dann weiß ich Bescheid. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Stay away, never come under fire. They will never ever show up.